Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, in der letzten Folge, ziemlich zum Schluss, sind wir Level 10 geworden, also haben Level 10 erreicht und hatten gar nicht wirklich Zeit, uns hier das Horspedia anzusehen. Das machen wir auf jeden Fall noch, aber erst einmal möchte ich hier die Futtermühle, die ich aufgewertet habe, freischalten. Die ist jetzt Level 2. Kann damit auch grünes Futter herstellen. Dann sammeln wir erstmal das Futter ein und ernten. Das geht aber nicht weiter. Bevor ich hier neu anpflanze, muss ich mal schauen. Die nächste Stufe haben wir ja auch schon freigeschaltet. Da fehlt uns Gras. Das können wir jetzt nicht abholen. Dann gehen wir erstmal die Pferde füttern. Hier, Komet braucht grünes Futter. Das haben wir jetzt zum Glück. So. Ja, es scheint zu schmecken. Auch süß. Und damit hat er Level 9 erreicht. Mensch, hat er Level 8 gleich übersprungen? Dann schauen wir mal. Ausmisten, ja, aber erstmal füttern wir selbst noch. Das reicht zum Glück auch. Dann wird er wahrscheinlich Level 10. Wenn wir Glück haben. Ja, Level 10. Und damit, nee, hat immer noch einen Wert von, da müsste er mit Level 11 aber Diamanten bringen. Irgendwie so muss das sein. Das müsste auch bei den, ja, Rassen sein, die man sehr früh züchten kann. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn die gute Jody noch? 1 Stunde, 6 Minuten. Also nicht mehr allzu lange. Mit ihr müssen wir dann auf jeden Fall noch mal ein Rennen machen. Dann misten wir jetzt mal bei der guten Paris aus. So, da kommt sie wieder rein. Ja, doch. Viel besser als vorher. Nein? Doch. Gut, danach möchte sie Hafer haben. Das sollten wir jetzt eigentlich auch wenigstens ernten können. Und Stufe 3 haben wir. Stufe 2000. Damit warte ich dann lieber nochmal. Holen wir hier schon mal das Geld ab, dann schauen wir nochmal. Was haben wir denn hier in Aufgaben geschafft? Verkaufe ein Pferd. Ja, reinige den Paddock zweimal. Ernte 3 blaue Futter. Verkaufe 3-mal blaues Futter und besitze ein Pferd der Stufe 10. Es gab alles nochmal Geld. Vielleicht werten wir dann doch mal auf. Und verkaufe 5 blaue Futter. Das sind die Tagesaufgaben und wir würden 10 Diamanten bekommen, wenn wir das schaffen. Aber gibt 5 Diamanten aus? Ich weiß nicht. Wir schauen erstmal, ob wir die Münzen in Russland bekommen. Den Paddock in Montana 5-mal reinigen. Ja, einmal müssen wir noch. Das sollten wir schaffen. Und 8 Futtermittel verkaufen. Dieses Getreide, oh, das ist bestimmt Hafer, oder? Mal schauen, wir haben gerade so viel davon. Machen wir gleich mal 5. Ach, es sind 8, aber Futter, aber es steht auch Getreide und wir sind in den USA, wir haben es verkauft. Dann verkaufen wir mal Mais. Ob das damit gemeint ist? Nein. Oh, wir haben noch ein Gras. Verkaufen wir das mal. Wir können ja gleich Neues anpflanzen. Okay, Gras ist damit gemeint. Zählt Gras als Getreide? Dann müssen wir jetzt erstmal ordentlich Gras anbauen. Das hört sich ein bisschen falsch an, aber es ist für die Pferde bestimmt. So, füttern. Okay. Dann haben wir für dich Getreide, hatten wir ja ganz viel, also Hafer.
was es sein müsste. Damit hat sie ja dann auch Stufe 7 erreicht, oder Level 7 besser gesagt. Gut, dann haben wir hier noch eine, oh, sogar zwei Erfolge, oder? Besitze ein Pferd der Stufe 10 haben wir. Züchte 5 Pferde. Ja, ich habe im außerhalb der Aufnahme nochmal versucht, ein Stufe 2 Quarterhorse zu züchten, aber nein, da müssen wir auch gleich nochmal... Manchmal kann der Computer einfach nerven. So, erreiche Rang 10. Das haben wir erreicht. Und verkaufe ein Pferd. Damit sind wir Stufe 11. Und wir haben uns immer noch nicht das Horsepedia angeguckt. Das müssen wir jetzt gleich endlich machen. So, wir haben 400 Münzen bekommen. 5 Diamanten, 3 Äpfel. Und damit haben wir dann einen Apfelbaum freigeschaltet. Felder und Stufe 2 des Marktes, glaube ich. Und wir haben Frankreich freigeschaltet. Das Meron. Den Bretonen und... Na gut, das wollten wir jetzt eher nicht. Hey, du hast eine Postkarte von Tante Carol erhalten. Sie ist in Frankreich und möchte, dass wir sie besuchen. Ja, das machen wir dann gleich mal. So. Betreten. Wenn wir jetzt nebenbei noch Frankreich aufbauen müssen, wird es mit dem Geld wieder sehr, sehr knapp. Wow, wir sind in Deauville, aber Tante Carol ist nicht zu finden. Wir sollten uns nützlich machen. Vielleicht können wir neue Pferderassen finden, während wir auf Tante Carol warten. Lass uns zur Feier deiner ersten Reise nach Frankreich einen Apfelbaum pflanzen. Ja, 15 Diamanten haben wir gleich nochmal bekommen. So, unser... Oh, der ist auch teuer. Zumindest momentan ist das für uns noch sehr teuer. Ja, von den 15 dürfen wir jetzt 14 wieder ausgeben, damit der erste Apfelbaum hier steht. Und jetzt? Sag mal, wir... Darf ich nicht mal einen Apfel anpflanzen? Also da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal hin. Wir müssen ja immerhin noch was einpflanzen. So, wir haben einen Erfolg. Landbesitzer, schalte die Ranch in Deauville frei. Immerhin 4 Diamanten. Und was haben wir hier noch? 5 Diamanten haben wir jetzt ausgegeben. Züchte einen Apfelbaum in Deauville. Das bedeutet auch, wir haben hier die 5 Diamanten. Und das heißt, wir sollten uns da ranhalten mit den anderen Aufgaben. Okay, Speicherplatz zu gering. Aber wir können ja 7 Stück auf jeden Fall noch verkaufen für die Tagesaufgabe. So, den Paddock können wir noch nicht reinigen. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt mit dem... Haben wir genug Mais? Dann füttern wir selbst nochmal und dann geht es nochmal auf nach Frankreich. Können wir auf jeden Fall mehr machen, als diesen einen Baum pflanzen. So. Da müsste dann ja hoffentlich auch schon die erste Box frei sein. Oder wir müssten sie zumindest frei kaufen können. So. 225 kostet das. Und der erste Stall, 1000, ja. Auch wenn es weh tut. Was haben wir denn hier noch? Den Paarungsstall, den Markt. Der Rest kommt erst später. Ja, dann belassen wir es erstmal bei der Box und... Ja, den Bahnhof können wir noch nicht. Na gut. Das Bauernhaus könnten wir. Nee. Das ist die Scheune. Ja, die machen wir mal. Das erhöht nämlich dann auch unsere Gesamtkapazität. Dann okay, die können wir definitiv noch nicht aufwerten. Dann können wir in Frankreich momentan noch nicht viel machen. Leider. Aber das kommt auch noch. So, dann können wir hinten erstmal den Rest ernten. Ja, Ich sollte auf jeden Fall mal ein Feld aufwerten, auch wenn es echt weh tut. Das dauert jetzt auch sehr lange. Und bevor ich es jetzt komplett vergesse, müssen wir leider unser Quarter Horse verkaufen. Da
Denn ja, wie gesagt, wenn ich die erstmal in einem Stall habe, dann möchte ich die auch nicht mehr hergeben. In der Regel, das ist dann immer sehr schwer für mich. Und falls ihr dann Namensvorschläge habt für meine Pferde, ich tue mich da ja immer sehr schwer, wäre es sehr nett, wenn ihr die in die Kommentare schreibt, dann ja, wird es für mich etwas einfacher. Und ja, falls ihr dann auch vielleicht meine Ranch mal besuchen wollt oder ich eure besuchen darf, dann wäre es sehr schön, wenn ihr mir auf Facebook eine Freundschaftsanfrage schickt. Dort heiße ich Ladiala Let's Play. Da ist auch der, ja, mein Logo als Bild eingestellt von meinem Kanal. Und ich würde dann die Freundschaftsanfrage annehmen und dann hoffe ich mal, dass er in meiner Liste hier auftaucht, in der Freundschaftsliste. Leider ist das wohl so, nicht alle Leute, die man annimmt, sieht man auch hier. Ein paar Leute habe ich hier zum Glück schon. Und ja, es wäre schön. Auf jeden Fall, ich über Namensvorschläge würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und es wäre auch sehr schön, ja, wenn wir dann einfach zusammen Pferde züchten könnten und ja, uns gegenseitig unterstützen könnten dabei. So, das ist jetzt fertig. Versuchen wir es gleich nochmal, auch wenn es ja, auch ein bisschen ins Geld geht. Aber sonst kommen wir hier nie voran. Oder wenn es damit nicht klappt, würde ich. Oh, doch. Unser erstes Stufe 2 Quarter Horse. In einer Minute ist er da. Nee, sie, Martha. Okay. Mensch, das ist ja cool. Dann schauen wir uns jetzt erstmal das Horspedia noch an. Was wir hier überhaupt schon alles für Rassen haben. Das Quarter Horse ist auch abgehakt. Stufe 1 haben wir. Dann kann man hier oben gucken. Stufe 2 haben wir bis jetzt noch nicht. Deswegen gibt es ja auch keine Informationen, wie gut das Pferd ist. Also ja, welche Bonis es hat auf zum Beispiel Ausdauer oder Springen und vielleicht Tempobonus. Und hier hinten steht dann immer die Chance, die man hat zum Züchten, wenn man hier die Stufe 1 Pferde verpaart und hier dann die beiden Stufe 2 Pferde, die man haben sollte. Andere Chancen gibt es in dem Fall nicht, ein Stufe 3 Tier zu bekommen. Ja, und Stufe 4 ist natürlich nicht freigeschaltet. Da, Rang 16 brauche ich, um dann bei der Gesellschaft der Reinrassigen, glaube ich, heißt sie, um da dann Aufgaben machen zu können. Amerikanischen Traber haben wir noch gar nicht, dafür bräuchten wir ein Quarter Horse und ein Bretone. Haben wir nicht, oder ein Quarter Horse und ein Meyrain? Nein, leider nicht. So, Appaloosa haben wir. Dann ein Mustang. Quarter und Canadian, Quarter und Appaloosa, das könnten wir mal versuchen. 32%ige Chance. Einen Mustang könnten wir rein theoretisch züchten und wahrscheinlich sonst noch nichts, weil wir haben ja nur zwei Rassen. Canadian, Andalusia. Missouri Foxtrotter. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal was Schönes. Wie kriegen wir den denn? Canadian Pacer und Mustang, Canadian Pacer und amerikanischer Traber und Canadian Pacer oder Quarter. Ja, am Canadian Pacer führt nichts vorbei. Dann schauen wir uns den nochmal an. Amerikanischer Traber und Missouri Foxtrotter haben wir nicht. Ich glaube, amerikanischer Traber und Mustang oder amerikanischer Traber und American Indian wäre das, was am ehesten klappen könnte. Ja, hierfür braucht man Canadian auf jeden Fall. Tennessee Walker. Ja, also es ist sehr verstrickt. Wir müssen erstmal gucken, dass wir den Anfang schaffen und uns dann demnächst ein paar mehr Rassen zulegen, hoffentlich, wenn wir mehr Platz haben. So, jetzt läuft hier natürlich gar nichts an Produktion. Das ist auch doof. Verschenkte Zeit. Nein, da reicht das Gas nicht mehr. Na gut. So, dann holen wir mal unser Stufe 2 Quarter Horse. Martha. Ja, sie bleibt erstmal bei Martha. Ich hoffe mal, dass wir jetzt genug, genau, Mais für sie haben. Dann bekommt sie das erstmal. Man sieht schon, sie hat ja, einen anderen Farbton. Und sie dürfte grüne Augen bekommen, wenn man das jetzt so vom Fohlenalter schon drauf schließen kann. Am Handy sieht man das immer nicht so gut.
Ja, Gras wird wahrscheinlich zu wenig sein. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Nee, passt doch noch. Okay. Glück gehabt, dann füttern wir die Kleine jetzt nochmal. Ja, weiterzüchten macht aktuell nicht viel Sinn. Dann schicken wir die beiden. Boah, nee. Ich habe zu wenig Geld. Das machen wir jetzt nicht. Wir schicken dich nicht weg. Man muss auch immer gucken, das Anbauen kostet auch. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen anbauen und verkaufen dürfen. Vorher schauen wir uns nochmal. Aha, Pferdestufen. Hier wird das nochmal erklärt. Alle Pferde beginnen auf Stufe 1, aber können durch Zucht eine höhere Stufe erreichen. Pferde mit höherer Stufe besitzen mehr Fertigkeiten und können von größerer Seltenheit sein. Einzelheiten findest du in deiner Horspedia. Ja, das hatten wir schon mal ganz kurz. Hey, du hast gestern vergessen, deinen Tagesbelohn abzuholen. Habe ich nicht, ehrlich gesagt. Hi, schau dir mein American Indian an. Das hat Power. Du kannst es gratis mieten. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.